Heute, was geht ab, Leute? Hier. Zurück aus München oder zurück in München. Ich muss jetzt ein paar Rechnungen, Buchhaltung, alles aufschreiben, notieren. Und ja, war ein netter Trip. Mal schauen, was jetzt so geht hier zurück in München. Jo, Leute, also ist nicht viel passiert Samstag. Ich musste hier mich um alles kümmern und da dann alles nachholen. Deswegen seht ihr jetzt das krasseste Opening, Food Box-Opening, das wir hatten. Wir waren begeistert. Lasst euch überraschen. Echt heftige Snacks waren dabei. Wörter des Textes, Einheiten ruhen, erschöpft, durchgeschlagen, drehen. Ist auch Müll, oder? Die braucht man nicht mehr. Die brauchen wir nicht, aber die brauchen wir. Sicher, dass wir die nicht mehr brauchen? Nein, es ist ja nur für Dings gewesen. Sicher? Ja. Wir wissen es noch nicht. Ich nehme nichts mehr meine Deckmatte mit. Mein Gott, ich habe zu Hause 15 Matten oder so noch. Ich habe auch noch zu Hause. Ich habe Godzilla-Matte. Oh, stimmt, die ist so krass. Die war oh mein Gott. Die war endzeitig so geschickt. Ich werf die weg. Oh mein Gott, wie kannst du Godzilla? Ich die sah doch echt krass aus, ich Godzilla. Fand die jetzt geil, Mann. Zeig bloß nicht, hat jemand. So, ich stehe auf King Kong. Ich bin auch ein King Kong. Da hat sie Mist gemacht. Oh mein Gott. Hast du auf Video? Oh mein Gott. Hast du gehört, hat die? Der King Kong hält es nicht, Mann. Was hast du zu Tati gesagt? Du hast zu Tati Missgeburt gesagt. Ja, auf King Kong steht. Also, ja. Hast du richtig gehört, Tati? Was geht ab, Leute? Nochmal mit einer neuen Folge jetzt hier von Vernasche die Welt, meine Ladies and Gentlemen. Heute mit einem neuen Themendeck. Nicht Deck, Themenbox. Das Ladies and Gentlemen und Diverses sagen. Jetzt. Und Diverses, okay. Und Diverses. Für alle diversen Leute da draußen. Wir gucken mal, was unsere schöne Box wieder für uns bereithält. Barisch darf am Schluss, also ihr könnt so alles erraten. Barisch, du errätst wieder, was das für ein Dings. Thema. Was das Thema ist. Okay. Ja. Also aus welchem Land, oder? Hm. Ja, aus welchem Land. Darf ich jetzt nicht zeigen, was ich letztes gesehen habe. Okay, wir fangen an mit Cheetos! Oh mein Gott, man sieht's auch hier gleich. So Japan. Geil, Leute. Cheetos Crunchy. Oh mein Gott, ja, man sieht's auch an den Schärfen, oder was? Oh mein Gott, eine ernsthafte Sache. Japan-Box soll gewinnen. Okay, ich hab's schon erraten, es ist eine Japan-Box. Wir haben eine geile Postkarte bekommen. Ja, oh, Alter, echt schon. Für mein Haus am See. Wie schmecken die, Barisch? Cheetos echt zu krass. Cheetos echt zu krass. Ich hab die in Amerika gegessen. Boah, die sind so saftig. Die Original. Aber die kommen aus Japan. Oh. Aus Asien, deswegen probieren wir mal. Lecker. Boah, riecht schon mal ends geil, Leute. Ich bin gespannt. Und diesen typischen Cheetos-Flavor. Mhm, sehr lecker. Oh ja, mega geil. Mhm. Zu krass. So. Neu. Snack Nummer 2. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was ist das? Calippo. Oder was ist das? Caplico. Hä? Caplico. Das ist zum Einfrieren. Das ist wie so ein Eis, ist das. Zeig mal. Boah, das hört sich an wie so. Das ist in der Box, weiß mal. Das hört sich so an wie Calypso, oder? Hä? Oh mein Gott, schau mal, wie geil das aufgemacht ist. Du sagst zum Einfrieren und machst es auf. Das ist nicht eingefroren, das ist doch ein Snack, Mann. Was für ein, für mich so krank. Wieso? Du hast doch gesagt zum Einfrieren. Nein, hab ich gar doch nicht. Er hat doch gerade zum Einfrieren gesagt. Oh mein Gott. So. Ja, wie Eis. Wie ein Eis, hier. Aber in Snackform. Da soll ich reinbeißen oder was? Ich beiß einfach mal rein. Ja, besser. Ich hab kein Interesse. Aber ich setze auch aus. Schaut mega günstig aus, ne? Ich kann es jetzt nicht, den Geschmack kann ich nicht heraus. Das ist Erdbeer, glaube ich, auf jeden Fall. Steht hier drauf. Erdbeer. Ja, wahrscheinlich. Aber wie weiß man reinhauen? Konsistenz ist schon geil, aber ich weiß nicht, ob Schokolade ist oder was das ist. Ich kenne das von irgendwas anderem. Ja, ich weiß auch nicht was. Ja, schon so Schokolade raus. Ja, Waffel ist normal, Eiswaffel. Also schon schlecht, schmeckt sich, aber. Ja, interessant gemacht. Müssen ein bisschen tiefer reinbeißen, das ist auch ein Dings. Schokofrucht oder so. Ich will nicht so viel davon essen. Eins crispy aus. 1 bis 10, was willst du geben vom Geschmack? 3. 2. Eins schlecht. Ja, also normal 5 einfach, weil ja, nicht schlecht, gut. Nicht gut. Das ist auch nicht. Okay. Ist einfach so. Was Neues. Was sagst du? Oh, Leute, wie heißen die in Japan?
Diese Fischdinger, diese Teigdinger. Ich weiß, welche du meinst, aber ich kann nicht. Schreib mir einen Kommentar runter. Was ist das? Auf jeden Fall Erdbeer wieder, Erdbeergeschmack. Ich mache Stoff zuerst mal reinbeißen. Weißt du? Alter, was Waffel rein? Wahrscheinlich so. Was auch rein ist. Rein. Ist mit Füllung oder ohne? Aber es schmeckt gut. Es verschwindet einfach im Mund. Echt? Ist es so schwer? Ich schwöre. Wie kann das verschwinden? Das ist, du beißt rein, voll knusprig, dann denkst du, es ist was Cremiges, ja, drin. Aber die Creme ist die gleiche Konsistenz. Dann beißt du rein. Ja. Ist das gleiche, oder? Dann geht's doch in den Gaumen, es verschwindet. Voll, oder nicht? Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was er meint. Ich weiß nicht, was er meint. Ich weiß, was er meint. Das hatte ich noch nie. Okay, ich weiß, was er meint. Wie würdest du das beschreiben? Es ist so ähnlich, wie als würdet ihr Zuckerwatte essen. Ah, stimmt, ja. Ihr denkt, es ist da, auf einmal ist es weg. Ja, ja, okay. So ähnlich ist es gerade. Aber du schmeckst diesen Keks auf jeden Fall nur noch raus und der Rest ist weg. Richtig, ich hab gar nicht geschluckt, das ist weg. Nur der Keks schmeckst du halt noch. Krass. Aber es ist doch endlich Fall, man denkt, es kommt endlich geile Cremefüllung, man schmeckt so leicht und creamy. Yeah. Und dann. Nicht schlecht, nicht schlecht. Netter so, Versuch. Nächster Snack. Alter, was ist das? Okay. Ich kann gar nichts erkennen, Mann. Oh mein Gott, das ist ja krass. Das sind, oh mein Gott, Leute, das ist das Enzke, das kenne ich. Das ist so, da habt ihr so einen Spieß, dann habt ihr so Soße und dann könnt ihr so eintunken. Wie kennt ihr diese, diese Snackbox mit Keks, Käse und Schinken? Kennt ihr so früher noch? So ehrlich, das musst du selber machen. So, das testen wir, das ist richtig geil. Schau, wir haben so Marshmallow-Dinger da. Dann haben wir so Crispy-Dinger. Wie dieses Käse-Schinken. Und hier ist dann so... Wie dieser Flutschfuß, wo du in die Brause tunkst. Ja, so ähnlich. Aber das ist jetzt hier, da ist Schokolade oder so. Ja, aber wo sind Spieße und so? Mit was machen wir? Wir haben keinen Spieß, aber egal, scheiß drauf. Da ist kein Spieß dabei gewesen. So, und das tun wir jetzt hier drauf. Du tust die Marshmallows dann reindippen. Genau, wir tun es da hier hin. Erstmal Schokolade ist das. Und dann auf der anderen Seite... Die Crispy-Dinger. Okay. So. Das ist ja Schokolade, dann Crispy. Und dann tust du das in diese Crispy rein. Du musst viel mehr nehmen, es sind nur wenig Marshmallows. Ich weiß nicht, ob es Marshmallow ist. Dachte. Aber es schaut so aus wie jetzt, das Marshmallow. Hast du so ein Eis-Dip-Dings. Nach Bananengeschmack. Banane ist es. Schon interessant, oder? Wie voll interessant. Schon mal geil. Und dann einmal hier so schön mit den. Keine Ahnung, okay. Crispy und dann. Interessant. Was ist das überhaupt? Ich dachte, das ist Schoko. Marshmallow. Nee, das ist so ein Bananending. Wie so Mauer. Geil, oder? Schmeckt schon geil. Ich find's nicht schlecht, ne? Ich find's richtig gut. Oh mein Gott, was ist für ein intensiver, geiler Bananengeschmack. Mhm. Ja. Vor allem die Konsistenz im Essen ist so. Es erinnert sich ganz an Banane. Es ist nicht so klebrig, aber auch nicht zu weich. Es wird endgeil. Und Schokolade, muss ich ehrlich sagen, schmeckt auch nicht schlecht. Erinnert mir ein bisschen an Nutella. Und dann. Irgendwie dir sagen, das hat was. Also ich finde es. Das echt, hat echt was, ne? Ja. Ja, irgendwie anders. So. Die zwei haben echt was. Ja. Jetzt kommen wir zum nächsten Snack, Leute. Ladies and Gentlemen, Antiverses. Ladies and Gentlemen, Antiverses. Sieht auch crazy aus. Maiskolben. Oh mein Gott. Schaut aus wie Popcorn. Also mal schauen, wie es ist. Auf jeden Fall Verpackung in Japan. Oder in crazy. Asien. Endlich geil. Auffällig. Extrem. Boah, richtig so krass. Ein Chip oder wie? Mhm. Okay. Schön gewürzt. Schmeckt auch geil. Schön würzig. Ja, voll anders. Schmeckt echt gut. Auch leicht verschwinden. Bisschen wie das. Ja, Mann, wie machen die das? Auch leicht verschwinden. Alter, das ist echt
echt so, Leute, ohne Scheiß, ich verarsche nicht, ohne Scheiß. Das ist echt bald für 8x. Das ist echt leicht verschwinden. Krass. So, dann kommen wir zum nächsten Snack. Zum nächsten Snack. Jetzt wäre was Süßes, gummiartig klebriges wieder. Karamellkorn. Okay. Karamell, was? Korn. Es ist zu viel crispy, crisp, 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 crisp. Das ist auch crisp. Das ist auch crisp. Oh mein Gott, das ist ja wie so ein Erdnussflip. Schau mal an, das ist ja richtig Korn. Das ist, glaube ich, auch ein Erdnussflip. So, probieren wir das mal. Das kann man hochmachen. Es ist Sweet Caramel oder so. Die sind auch leicht verschwinden, Mann. Aber die schmecken endgeil, Mann. Also die haben auch leicht verschwunden. Ja. Ey, krass, dreimal schon. Jetzt. Ja, echt krass. Ey, Leute, die schmecken richtig geil. Ja. So dieses leicht süßliche, crispy. Salzig. Knusprig und dann aber weg im Mund. Sind gleich weg. Knusprig, aber damit die Packung noch schneller leer. Ja. Also heftig. Ey, ich muss sagen, das ist die beste Box, die wir jetzt hier hatten, Mann. Alles schmeckt bis jetzt krass. Außer das Eis ein bisschen, aber... Okay, das ist echt einer der besten Boxen, muss man echt ehrlich sagen. Oh mein Gott, Leute, holt euch. Das ist echt crazy, Mann. Ich kann jetzt gerade eine Box aufessen. Das ist echt crazy. Ja, muss man ehrlich zugeben. Okay, Leute, seid ihr bereit für den nächsten Snack? Ja. Lesen wir. Die sind echt todesvoll. Das schmeckt so. Diverses. Nächster Snack. Wieder was krasses. Ja, was? Mikado auf aber Melone. Melone. Okay. Limited Edition. Oh mein Gott. Limited Edition. Oh mein Gott, schaut euch erst an. Wie saftig. Schau mal, Cooling-Effekt. Oh mein Gott. What the fuck? Jetzt bin ich gespannt. Jetzt. Ja, Mann. With Cooling-Effekt. Ja. Digga, jetzt bin ich gespannt, Mann. Jetzt bin ich echt gespannt. Seid dabei. Ich bin wieder leicht verschwunden durch dein großes Wort. Das passt eigentlich nicht, oder? Teig mit Wasser, Melone und so. Ups. Schmeckt auch gut. Aber das ist cool. Alter! Jetzt check ich diesen coolen Effekt. Aber ganz, ganz leicht ist es. Ganz leicht hast du diesen coolen Effekt. Ja, das ist lecker. Ganz, ganz leicht. Ja, so ein bisschen so mentormäßig, meinst du? Ja, Mann. Boah, das schmeckt mir echt gar nicht. Das ist das Schlechteste, finde ich. So ein Mikado-Stick halt. Aber dieses coolen Effekt hast du. Von Konsistenz, wie es gebacken ist und so, ends nice und so alles. Aber der Geschmack mit Menthol, Wassermelone und dann der Keksteig, passt doch gar nicht. Ein bisschen Shisha-mäßig. Das ist auch Gott sei Dank, wie Shisha. Deswegen kommst du vielleicht nicht so. Wie Shisha-mäßig. Ja, dieses Menthol, süß und dann Melone, Pfefferminz vielleicht. Ja, okay. Das war der einzig schlechte bis jetzt in der Box. Mhm. Mit dem Eis. So, dann fahren wir zum nächsten Snack. Oh, was Kleines. Das schaut auf jeden Fall geil aus. Das sind... Ja, das ist doch nicht schlecht. Ich finde sie nicht schlecht. Ist auch nicht so ganz schlecht, aber es ist schon nee. Gut. Aber von den allen ist es das hier und Mikado, also das hier ist das Schlechteste. Ja. So, das ist alles über 5. Oha, das ist einfach so ein Riesenkorn. Was ist das? Das ist halt kaputt hier. Ja, was ist das? Der ist super verschwunden. Das kann doch nicht sein. Alter, schmeckt wie Chips einfach, wie Cheetos. Ja, die haben fast gar nichts geschluckt. Ja, die schmecken so ein bisschen wie Rob's Chips, man, ist geil. Nee, die schmecken nicht wie Rob's Chips. Ja. Nein, wie Chips frisch, oriental. Endgut. Das war leider unser letzter Snack. Wir haben nur noch was zum Trinken. Oh. Und das ist die krasseste Fanta, die ich je gesehen habe. Was? Oh mein Gott. Milchige Fanta. Oh mein Gott, so heftig. Oh mein Gott, seid dabei. Oh. Richtig Japan. Traube. Automaten. Mit Getränk. Was ist das? Joghurt, glaube ich. Das, oder? Die sind bekannt für so Getränkautomaten. Überall sind die mit den krassesten Getränken. Wirklich. Traube mit Joghurt. Was shit, hier müssen wir mit Eiswürfeln trinken. Haben wir nicht. Wir haben keine Eiswürfel. Oh shit. Doch, wir haben noch Eiswürfel. Okay, Roman. Sagst du, haben wir. Dann holen wir 3 Shots mit Eiswürfel. Boah, das riecht ja anders krass. Sag mal.
Ich bin echt gespannt. Das ist milchige Joghurt. Fanta mit Traube. So, Leute, anstoßen auf die Fanta, keine Ahnung wie sie heißt. Milchige Traube. Joghurt-Traube ist das. Okay. Joghurt-Traube. Oh mein Gott, was ist das, Alter? Das schmeckt sogar echt gut, Mann. Ich find's mega. Schmeckt echt gut, frisch. Es nicht so süß. Voll anders, nicht so süß. Sehr interessant. Geschmack anders krass. Ich hier Jungs mit Wodka. Okay, letzter Snack, den du noch gefunden hattest. Letzter Snack? Der ähnelt an Brause, genau, an Brause, aber dann schmeckt er doch geil. Nein. Doch? Gar nicht. Trink mal nochmal gescheit. Okay. Nochmal gescheit. Der erinnert 100% an die typischen Brause, diese Multivitamin-Tabletten, Brause, und du tust doch in Wasser. Und dann kommt dieser eklige Nachgeschmack. Aber hier kommt ein geiler Traubennachgeschmack, schon. Letzter Snack, ein ganz kleiner. Oh mein Gott, du hast schon zweimal gesagt. Der ist so klein. Oh mein Gott, Pikachu. Pikachu-Snack. Pikachu. Pokémon kommt aus Japan, oder? Echt? Ja. Gott segne Japan. Das habe ich schon wieder geschaut. Also ich weiß nicht, ob es ein Kaugummi ist oder Schokolade. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es ein winzig Mini-Snack. Der ist, ich glaub, so, das sind diese so... Der ist so klein. So tablettenmäßig irgendwo. Oh, nee, doch nicht. Oh, das ist so ungefähr wie... Oh mein Gott, das ist so, der ist nur für zwei. Was ist das? Oh mein Gott, genau. Ich treibe mit barischer Hälfte. Ich kann es gar nicht einschätzen. Alles geil. Nein, das Kaugummi ist das. Ja, okay. Kaugummi ist Kaugummi. In den Cola-Geschmack, glaube ich. Mhm. Leute, geilste Box ever bis jetzt. Vernascht mich die Welt. Holt euch die Box. Kostet auch nicht so viel. Ganz ehrlich, war alles krass, außer das hier. Thema der Box war Japan. Ja. Das war's von mir. Und vernascht die Weltbox. Nicht gesponsert, die kaufen wir uns privat. Und dementsprechend ist die Meinung echt 100% real. Und die Box war krank. Digga, was waren da für Sachen drin? Und er ist einfach so im Mund geschmolzen, Mann. Also bisher waren wir echt zufrieden mit der Box. Also ich poste das ja auch auf Instagram und so. Und da kam schon negatives Feedback von denen, die mir folgen. So, die Box taugt nicht so hart, haben wir auch mal so getestet und so. Aber bisher sind wir begeistert. Also bisher hat uns die eine Menge Spaß gemacht und da waren noch ein paar sehr leckere Sachen mit dabei. Ja, das war's von mir, Leute. Ich habe jetzt Samstag 2 Videos hochgeladen und Sonntag heute 2 und dann müssten wir wieder im normalen Rhythmus sein. Das heißt, Montag seht ihr dann das, was ich Sonntag gemacht habe. Perfekt. Das war's von mir. Hoffentlich demnächst mal wieder einen Roadtrip irgendwo hin. Ich muss erstmal verdauen. Ich habe da echt eine Menge gegessen in Wien. Folgt mir auf Instagram und Twitch. Ihr wisst Bescheid, natürlich wie immer in Bitcoin und DeFi investieren, Cashflow generieren, Zinseszinseffekt, Serious Business und ciao.